Du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kannst du nun im Mitgliedsrang aufsteigen. Wonderful! Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestes Bericht erstatten. Du hast dir deinen ersten Stern redlich verdient. Ob es irgendwas bringt, alle Häkchen zu sammeln? Sehr viel verschwendete Lebenszeit. Wahrscheinlich. Wie sieht es eigentlich aus mit meinen Sidequests? Ich sehe nicht, wo die Leute dafür sind. Außer, die sind nicht draußen, weil es Nacht ist. Aber ich glaube, das ist denen scheißegal. Deswegen gehe ich jetzt einmal kurz zum Eingang, du, da hinten. Weil ich weiß, dass der auf jeden Fall was war. So, hast du einen Barmelin? Ich habe da so ein paar Barmelins. Was ist mit dem hier? Gebe ich ihm die eigentlich? Nein. Ich zeige ihm du erstmal nur. Chip, danke für 18 Monate Treue. Super geil von dir. Du willst ein noch größeres. Okay. Wie sieht's mit diesem Barmelin aus? Nein, immer noch nicht groß genug. How about this one? Okay. This one? This one? Nein. Alle meine Barmelinen sind leider zu klein für ihn. Dann halt nicht. Schau mal, wie groß die sind. Kann man das da einfach irgendwo einsehen? Da weiter eventuell. Kann ich da hinfliegen gehen? Wahrscheinlich bei der Farm. Sicht. Bericht. Da. 64. 69. 67. 73 immerhin. 77. So close. 76. Ah, nah dran. So, wer war das jetzt mit den Dingens? Da. Vor mir. Fühlst du diesen Schmerz? Ich kann es nachvollziehen, ja. So, hi. Hier hast du den Pokédex-Eintrag von Stara Lili. Männliche und weibliche Staralili sehen also unterschiedlich aus. Das wusste ich gar nicht. Das Muster auf der Stirn ist je nach Geschlecht unterschiedlich groß. Das wusste ich gar nicht. Fang ein Staralili für mich. Hab ich. Tatsache! Da sieht man das jetzt bei den beiden ganz gut nebeneinander. Dass der Kreis wirklich ein bisschen größer ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Oh. Wir lernen den unwichtigen Stuff. Hier, diese Staralili, die darfst du haben. Die drollige Zwirbel an seinem Kopf und hast du diese coole Augen. Das ist einfach süß. Alle nehmen so liebenswert. Hallo Staralili. Willst du streicheln? Nein! Dachte doch lieber aus sicherer Distanz. Schließlich könnte es jederzeit eine Attacke einsetzen.
Nur Leute aus dem Forschungstrupp oder dem Sicherheitstrupp sind mutig genug, sich so nah an die Pokémon heranzuwagen. Und danke, dass du mir diese süße Stachelilie gezeigt hast. Ich kenne Leute, die schon beim Anblick eines Pokémon die Flucht ergreifen. Wenn ihr euren Pokédex vervollständigt habt und wir mehr über Pokémon wissen, brauchen wir vielleicht keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Oh, 10 Pokébälle. Nice. Die kann ich gut gebrauchen. So, dann wollen wir nochmal unseren ersten Stern holen. Ja? Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Stern-Mitglied der Galaktik-Expedition. Yay! Ich habe nun Sternchen. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Und ab sofort werden dir Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir von Nutzen sein. Für Schwerbälle? Ja. Und für Beleber. Okay. Dass du als völlig Fremde in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung zu deinem Fleiß zuzuschreiben. Die meisten Leute wollen auf den ersten Blick verstehen, wen sie vor sich haben. Momentan bist du jemand Verdächtiges, der vom Himmel gefallen ist. Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Wenn du länger bei uns bleiben willst, solltest du deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang ist, desto mehr Arten von Pokébällen stehen dir zur Verfügung und desto größer fallen deine Belohnungen aus. Cool. Das war alles für heute. Du kannst im Speiselokal heißer Kost etwas essen und dich danach ausruhen. Jetzt kackt er mich nicht mehr an. Jetzt bin ich ein vollwertiges Mitglied hier. Jesse, feiern wir deinen Rangaufstieg. Mein Glückwunsch. Die Kartoffelmotte schmecken irgendwie noch besser, wenn es etwas zu feiern gibt. Da fällt mir ein, hast du Gurus Auftrag angenommen? Ja. Du weißt doch, dass die Bewohner von Jubeldorf sich nicht gut mit Pokémon auskennen, oder? Kommt es also zu Schwierigkeiten, ist es unsere Aufgabe, dem Problem nachzugehen. Wir kümmern uns quasi um alles, was mit Pokémon zu tun hat. Du kannst diese kleineren Missionen annehmen, indem du direkt mit den Leuten sprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in meinem Büro wirfst. Apropos, worum geht's eigentlich bei dem Auftrag, den du erledigen sollst, Lumius? Nun ja, das ist vielleicht eher etwas für Jesse. Für diese Mission muss man gut mit Pokémon kämpfen können und das traue ich mir nicht zu. Es handelt sich um einen Auftrag von Yona vom Diamant-Clan, nicht wahr? You see, der Diamant-Clan hat sich schon vor der Galaktik-Expedition in Hisui angesiedelt. Durch den Austausch mit ihnen können wir sicher viel lernen, auch über die Pokémon hier. Aber morgen mehr dazu. Ruht euch heute Nacht erst gut aus. Okay. Am nächsten Morgen. Ich weiß, da stand Tag, aber... Ich wollte morgen sagen. Warte mal kurz, Jesse. Bevor wir uns mit Yona treffen, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Hast du Zeit? Ich würde auch. Super, vielen Dank. Ich warte am Übungsplatz auf dich. Übrigens, falls du schon viele Pokémon gefangen hast, kannst du sie bei der Weide auswechseln. Okay. Kann ich einfach darüber fliegen? Jo. Muss ich nicht latschen, die paar Schritte. Du willst doch sicher gleich kämpfen. Wir schicken dir einfach unsere wilde Lizzie in den Kampf, die wird dich einfach verbrennen. Entschuldige, dass ich dich aufhalte, obwohl du sicher so viel zu tun hast. Aber ich muss mit dir über etwas reden. Stimmt was nicht? Keine Ahnung, wie ich Pokémon gegeneinander kämpfen lassen soll. Ich weiß, als jemand von Forschungsgruppe sollte ich so etwas nicht sagen, aber ich habe ja schließlich auch meinen Partner, aber... Meinst du einen Pokémon? Ja, Moment. Pikachu! Das ist mein Partner Pikachu. Als ich vom Shinox angegriffen wurde, hätte ich zusammen mit ihm kämpfen sollen, aber ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich meine, Pokémon sind doch echt angsteinflößend, findest du nicht? Warum in aller Welt kann diese Kreatur einfach mit Elektrizität durch die Gegend schießen? Damals schon. Die physikalischen Fragen des Lebens.
warum schießt er mit Elektrizität um sich? Vor allem würde diese Elektrizität dir wahrscheinlich nicht mehr als so einen kleinen Schlag geben, weil die einfach durch die Luft so hart abgeschwächt wird, dass die eigentlich gar nicht erst bei dir ankommen sollte. Außer du trägst einen Blitzableiter, dann schon. Pika! Aber nachdem ich dir dabei zugesehen habe, wie du Pokédex-Aufgaben erledigst, da ist mir klar geworden, dass ich mit meinem Partner zusammenarbeiten muss, wenn ich meine Pflichten im Forschungstrupp erfüllen will. Und um den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen, muss ich gegen dich kämpfen. Okay. Na dann. Kampfbeginn. Das ist sogar ein Level höher. Donnerwelle. Ekelhaft. Warte, ich verbrenne dich. Ich glaube, Lizzie ist kaputt. Sie hat mich verbrannt. Also Lizzie, wenn du nicht besiegt werden möchtest, dann greif jetzt an. Krafttechnik. So viel dazu. Dann darf Buche das jetzt versuchen. Gut, dass Pikachu keine Verteidigung hat. Walzen! Kriegt ihr sie jetzt eigentlich Erfahrungspunkte? Tja, gut ab, du bist mit deinen Pokémon wirklich auf einer Wellenlänge. Nee, besiegte Pokémon kriegen keine Erfahrungspunkte hier. Das war unglaublich. Man merkt ja an, dass dir der Kampf an deinem, mit deinem Partner gar keine Angst macht. Wir müssen uns echt ins Zeug legen, um mit euch mithalten zu können. Was meinst du, Pikachu? Pikachu so... Ach ja, es gibt einen Grund, wieso ich Pikachu so gut wie nie aus dem Ball lasse. Es neigt ein wenig zu Aggressionen. Das ist mit Sven ja auch nicht anders. Vielleicht sollten wir erstmal an unserer Beziehung arbeiten. Bitte? Hast du gerade gesagt? Der Professor hat mir davon erzählt, dass Pokémon verschiedenen Typen angehören, die man im Kampf zu seinem Vorteil nutzen kann. Mein Pikachu scheint übrigens ein Pokémon vom Typ Elektro zu sein. Ja, Typenwechselwirkungen. Ich kenne das. Ich habe die Tabelle auswendig im Kopf. Jedes Mal, wenn Sven ja nicht weiß, was gegen was effektiv... Nee, andersrum. Wenn Sven ja nicht weiß, was gegen was nicht sehr effektiv ist, fragt sie immer mich. Wen sollte ich auch sonst fragen? Das Internet. Ich finde, es ist sehr einfach, dir zu merken, was gegen was sehr effektiv ist. Weil ich denke mal, da würden wir beide jede einzelne richtig hinbekommen. Aber dann andersrum zu wissen, was gegen was nicht sehr effektiv ist, ist schon nochmal ein bisschen schwerer. Weil man das nicht so oft mitbekommt. Du bist also der Neuzugang, der gerade hier in aller Munde ist. Ich bin Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Wie ich sehe, hast du ein Händchen für Pokémon-Kämpfe. Vielleicht könnte ich dir aber noch den ein oder anderen Ratschlag geben. Kommandantin Belila ist auch Lehrmeisterin einer alten Pokémon-Kampfkurs, musst du wissen. Wenn Pokémon ihre Attacken meistern, können sie mit Hilfe bestimmter Techniken anpassen. Zum einen wäre da die Krafttechnik. Sie erhöht die Stärke des Pokémon der Attacke, aber dafür dauert es länger, bis das Pokémon wieder eine Attacke einsetzen kann. Und dann gibt es auch die Tempotechnik. Durch ihren Einsatz sinkt zwar die Stärke der Attacke, aber dafür kommt das Pokémon schneller wieder zum Zug. In manchen Fällen kann ein Pokémon mit Hilfe dieser Technik zweimal angreifen, bevor sein Gegner auch überhaupt einmal zum Zug kommt. Standardausführung, Krafttechnik oder Tempotechnik. Im Kampf kannst du zwischen diesen drei Möglichkeiten wählen, indem du den Links- oder Rechtsknopf drückst. Jo. Das gleiche, was mir gerade gesagt wurde. Beides verbraucht auch mehr AP als eine normale Attacke und jo. Und noch eine Sache. Wenn du deinen Pokémon ein paar mächtige Attacken beibringen möchtest, komm einfach zu mir. Gut, dass wir das alles vor dem Treffen mit Jona gelernt haben.
Erinnerst du dich noch an unser Gespräch in der heißen Kost? Du solltest mit Jona reden und ihren Auftrag annehmen. Sie wartet am Fuß des Ambitionshügels auf uns. Mach dich bereit und komm dann dorthin. Mit bereit meine ich, dass du prüfen sollst, welche Pokémon du mitnehmen willst und ob du ihren Attacken beibringen lassen möchtest. Yay! Was hast du denn so für Sachen? Attacken beibringen. Lizzie, kannst du irgendwas lernen? Sternschauer oder Erholung? Sarah? Gedankengut. Und coole Augen. Falls ich dich zu einem Felinara machen möchte, aber nee. Buke? Tarnsteine. Okay. Aber jeder kann Sternschauer und Erholung lernen. Und Zertrümmerer. Vielleicht zertrümmert Buke gerne anderen Leute Hoffnung. Unheilböen. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Eine Geisterattacke. Nehme ich. So, Kuro. Kann auch Unheilböen lernen, was? Okay. Oh, Raven hat die ganzen Zähne. Das ist cool. Nehmen wir mal den Eiszahn mit rein. Wobei, eigentlich kann ich alle drei mit reinnehmen, ne? Feuer, Eis und Donner. Wait, Donner. Oh, ein neuer Step. Why not? So. Attacken meistern? Dann brauche ich Meistersamen. Okay. So, und jetzt kann ich doch irgendwo Attacken verwalten. Kann ich einmal... Ah, da geht verschieben. So, was hast du noch? Nein, das war der falsche Knopf. So. Das passt so. Einmal die Unheilböen noch mit rein. Und einmal eins nach oben schieben. Weil du, glaube ich, da das ein paar Mal noch einsetzen musst. Aeroast gelernt. Dann packen wir das mal nach ganz oben und das dahin. So, du hast jetzt auch noch ein paar neue Attacken. Ich könnte... Ruckzuck, keep raus. So. So. Wobei, nee, ich glaube, Biss musst du auch noch ein paar Mal einsetzen. So. Raven hat richtig viele coole Attacken jetzt. Okay. Ich kann auch mal gucken. Moment, andere Sache. Ich könnte einmal kurz speichern. So. Bouts. Werden wir sicher später noch oft genug verwenden. Bidi. Keine Attacken, aber ich müsste zwei Bidis noch besiegen. Aber Wampel braucht auch nicht mehr so viel. Zwei fangen. Tion, danke für 11 Monate Treue. Super geil von dir. Oder mal einfach eins entwickeln, aber wir haben leider keins gerade dabei. So. Joa. Zwei Wampels fangen. Oder drei besiegen. Evoli. Muss ich Ruckzuck-Keep ein paar Mal einsetzen. Oder noch eins fangen. Oder entwickeln. Müssen wir mal mit Fangen versuchen. Triftlon. Haben wir schon oft genug Konfusion. Hypnose müsste ich noch ein paar Mal einsetzen. Oder... Mit Driftlon gegen Driftlon kämpfen. Okay. So, hier in der Stadt hat sonst keine Sidequests. Nee. Dann auf zum Haupttor. Was auch immer das gerade für ein Geräusch war. What? Einfach nur...
Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du das. Ich hab dich überrascht. Hör mal gut her. Es gibt eine Geheimtechnik beim Fangen von Pokémon. Die geheime Kunst des Überraschungsmanövers. Wenn du von hinten einen Pokéball auf das Pokémon wirfst und es am Rücken triffst, erschrickt es. Das erleichtert dir das Fangen und verschafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Das habe ich schon ein paar Mal angewendet. Durch deine Position im Forschungstrupp, der an der Vervollständigung des Pokédex arbeitet, könntest du vielleicht allen Pokémon der Hisui-Region begegnen. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem dir das gelingt. Hallo Morrel. Die Berühmtheit vom Forschungstrupp, das Mädchen, das vom Himmel gefallen ist. Hör mal, ich habe hier eine ganz tolle Anleitung für einen Köder. Als leidenschaftlicher Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung habe ich diesen aromatischen Pilzköder entwickelt. Aber niemand weiß meine Anleitung zu schätzen. Doch wenn eine Berühmtheit damit gesehen wird, werden auch sicher andere darauf aufmerksam. Bitte mach meinen Pilzköder überall bekannt. Ich zeige dir auch, wie man ihn zubereitet. Wenn man eine Anleitung will, darf sich nicht vorm Pilzesammeln drücken. Das ist nämlich das Beste daran. Also, finde erstmal einen Zähpilz. Okay. Noch irgendwo eine Sidequest? Da hinten. Und da ist meine Hauptquest. Oh. Ich habe da hinten verlorene Items von Tetsuo. Die gehen wir doch schnell mal holen. Ich glaube, man kann ja einfach random Items von Leuten finden. Irgendwo abgeben. Und dafür kriegt man dann irgendwie Belohnungen. Irgendwie so. Also. Und nebenbei machen wir die Dinge auch alle mal kaputt. Aber mit einem Pokémon, was noch nicht so hoch ist vom Level. Also ein bisschen leveln die ja damit ja mit. Oh no. Wurde gesehen. Ist das da oben die Tasche? Vielleicht? Oder? Ist das? Ne, das ist auch nur wieder das Erz. Da hinten? Da habe ich, glaube ich, gerade was gesehen. Tja. Verlorene Items. Du hast Tetsuo die Tasche zurückgeschickt. Wer war das? Musste ich jetzt noch einen Ponita besiegen? Nee, ich glaube, Ponita hatten wir doch. Ich weiß es nicht mehr. Ponita erstmal so 30 Mal sich umschauen. Irgendwie backt mein Gras gerade rum. Und Ponita denkt sich einfach nur so, ich gehe. Moment, aber ich muss noch ein paar Biddies besiegen, ne? Machen wir jetzt das Walzer-Battle. Ich finde es interessant, dass Buche da nicht gerade einfach ertrinkt. Dann wiederum lebt Bidizia eh am Wasser, also passt das eigentlich. Luffy, danke, dass du einen Sub an die Community verschenkt hast. Super geil von dir. Als ob es sich gerade kurz am Angriff wieder umgedreht hat und ich es dadurch überrumpelt habe. Jetzt könnte ich... Nee, ich könnte das nur hier, ne? Die Krafttechnik verwenden. Das sah irgendwie witzig aus. No! Können diese Biddies nicht ständig abhauen? Ist Tackle eigentlich stärker? Gleich war es gleich stark.
So, wie war das jetzt mit den... Warum ist da ein Ausrufezeichen? Fundsachenforum. Ah, wenn dir auf deinem Abenteuer schwarz vor Augen wird, verlierst du möglicherweise einige deiner Items. Spieler aus aller Welt können deine verlorenen Items jedoch finden und sie dir über die Online-Verbindung zurückschicken. Falls du die verlorenen Items anderer Spieler findest, solltest du sie auf jeden Fall aufheben und ihnen zurückschicken. Zum Dank erhältst du Dankbarkeitspunkte. Die Dankbarkeitspunkte kannst du bei der Tauschbörse in Jubeldorf gegen Items eintauschen. Durch das Finden von verlorenen Items könntest du also den Besitz besonderer Items kommen. Okay. Ich habe dafür 92 Dankbarkeitspunkte bekommen. Und irgendwo sind verlorene Items von Kanekichi? Da ganz unten! Da komme ich doch gar nicht hin! Ponita. Ach, ich war ja fertig mit Ponita. Stimmt, muss gar kein Ponita mehr machen. Aber ich wollte jetzt noch Barmelin fangen gehen. Das lohnt sich übrigens. Könnt ihr mir vorstellen? Machen wir mal Hypnose. Hilfst du jetzt? Ja. Hä? Okay. Das Bediza ist gerade schlafend geflohen. Just saying. Schlafwandler Bediza.